Für mich ist die deutsche Wiedervereinigung etwas ganz Besonderes. Ich bin in der DDR geboren und aufgewachsen, mein Mann ebenfalls. Und wir haben zu denjenigen gehört, die in Leipzig auf die Straße gegangen sind, um Freiheit und Demokratie zu fordern. Ohne den Fall der Mauer wäre ich nie deutsche Diplomatin geworden und würde nicht heute hier sitzen. Der Mut der Bürgerinnen und Bürger der DDR hat gezeigt, dass man tiefe Gräben auch ohne Gewalt überwinden kann, ein System zum Einsturz bringen kann und den Weg bahnen für Demokratie und Freiheit.